Y me llaman bruja. Imagínese. Ja, das ist definitiv unwahrscheinlich. Wie bitte? Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida de la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una saurí andante. Vaya las cosas que la gente ignora y están delante de sus narices. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Suenas como Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie? Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz. ¡Al escalarla! No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó. Pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? Ich rede mit ihnen. Na. Oiga, váyase de aquí. Es nuestro tesoro. Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? No, no nos iremos hasta encontrarlo. Dormiremos aquí si es necesario. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? No, ya le dijimos, no se llevará nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos podremos quedárnoslo. Das ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. ¡Ay! No diremos nada. Puede ayudarnos. Si encuentra el tesoro, lo dividiremos. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? Ich bin Expertin. Ich höre. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy? Eine Pflanze, würde ich mal vermuten. Debe hacer algo para alejar a los niños de aquí. Da ist etwas. Also ich hätte jetzt ja, oder alternativ keine Pflanze, sondern hier der... Das könnte was sein. Ah. Sieht aus, als wäre hier was. Katzengold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Díganos, ¿encontró algo? Natürlich habe ich das. Seht mal. ¡Somos millonarios! Esperen, esperen. Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. ¿Es en serio? Absolut. No me quedó duda cuando la vi. Dije, una heroína de verdad. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No, alles klar. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Na, der hat sich hier leider ein bisschen eingepackt. Und anscheinend auch eingekackt, so wie er steht. So, jetzt wo ich ihn angeschubst habe, läuft er dann weiter? Jetzt läuft er weiter. Okay. Wo fangen wir an? Por aquí. Gracias por su ayuda. Y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabella subir por la cruz.
Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Jetzt komme ich in das Grab unten rein. Perfekt. Dann kann ich auf dem Weg zurück durch das Dorf nochmal ganz kurz die beiden Schriften mitnehmen, die hier noch irgendwo rumliegen. Und zwar einmal das da. Da ist das nächste Kreuz. Aber nicht schnell laufen, das ist ja nervig. Ah, Leute, das habe ich echt nicht gesehen. Der Miracle Club. Trefft euch mit anderen, die euren Glauben, eure Hingabe und eure Abenteuerlust teilen. Schafft euch lebenslange Erinnerungen, indem ihr gemeinsam die Welt bereist. Das ist eine Gruppe christlicher Singles, die Pilgerstätten besucht. Und sowas hatte ich leider dann auch schon gerechnet. Lololololol. Ich sehe noch eins. Ja, einfach schon. Ich weiß auch, wo es hinführt. Also von daher. Katastrophe. Dieses spanische Dokument ist faszinierend. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde: eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. No, arme Menschen. Okay, und jetzt komme ich auch da unten in das Ding. Ich finde das ja cool, dass hier noch fucking Kanonen stehen. Vor allem, worauf haben die denn bitte gezielt? Unten auf das Wasser? Bis die hier oben waren, sind die doch schon längst tot gewesen. Aber okay. Ich sehe noch eins. Da ist das nächste Kreuz. Und jetzt komme ich wahrscheinlich dann auch da hinten rein. Sieht aus, als wäre hier was. Moment, das kann man drücken. Wow, wow, really? Hallo? Schon bei meiner ersten Begegnung mit Angel de la Cruz wusste ich, dass er ein bedeutender Mann ist. Seine Worte ließen mein Herz höher schlagen. Es bebte noch Tage nach seiner ersten Predigt. An diesem Abend sprach Gott zu mir und trug mir auf, mich als der Auserwählte zu erweisen. Am nächsten Morgen brach ich auf, um mich zu beweisen. Okay. Es gibt halt einfach so viele irre Menschen. Oh, okay, ich sehe schon. Oh, aber da bin ich schon. Das ist alles da hinten dann beim Herausforderungsgrab. Mach mal Licht an, Lara. Nun gut gemeint, Lara. Isabella! Bist du hier drin? Isabella! Pilze. Sorry, du musst mal ganz kurz warten. Der Reichtum ist wichtiger als Menschen. Gracias a Dios. Achso. Sorry, aber das muss ich gerade mal aufmachen. Danke.
Por fin me encontraron. Überreste, erkannt es. Vergoldete Weste. Da bist du ja. Sí. ¿Quién es usted? Guillermo hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich. Pobre Guillermo. De seguro se está echando toda la culpa. Supongo que ambas teníamos razón. Había una cripta oculta. Y efectivamente yo había idealizado cómo sería. Wie hast du dich denn verletzt? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió. El temblor me azotó contra los muros. La cuerda se rompió y caí al agua. Creo que me fracturé el tobillo. Ich muss Hilfe holen, um dich zu befreien. Dazu brauche ich ein paar Leute. Was ist daran lustig? Sarah podría ser una de esas personas? Me encantaría ver la expresión de su rostro cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu resultó ser cierta. Ich werde es Guillermo vorschlagen. Auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin, komme ich nicht raus. Ich muss also einen anderen Ausgang finden. Ich bin gleich wieder da. De aquí no me moveré. Ja, wo solltest du auch hingehen, ne? Ach, da. Na, guck mal hier. Oh, sehr gut erhalten. Möge Huascars Wissen um die beiden jenseitigen Welten ausreichen, um uns zu führen, wenn wir eine von ihnen betreten. Was? Um mich auf die große Prüfung vorzubereiten, habe ich angefangen, die Gräber und Krypten nahe der Mission zu erkunden. Sie sind voller Herausforderungen und Gefahren, aber ich wachse daran. Meine Reflexe werden besser, ich werde stärker und wage sogar zu behaupten, mein Sehvermögen im Dunkeln verbessert sich. Ich weiß, auch andere versuchen, Bruder de la Cruz ihren Wert zu beweisen, aber sie werden mich nicht übertreffen. Eine Patrone in meiner Schrotflinte drin, oder? Sonst hätte ich jetzt ein Problem. Und jetzt? Hier sind noch Relikte und noch andere Sachen. Oben über mir. Okay, also der Weg war es schon mal nicht anscheinend. Da sollte ich nicht sein, also gehe ich mal davon aus, dass ich doch da durch muss. Ich muss nach oben. Ich guck mal ganz kurz, ob die anderen Sachen auch alle oben sind. Das Dokument ist auch oben. Jetzt lass mich Q drücken. Oh, das ist hier unten noch. Ah. Na, guck mal. Zum Glück habe ich das gerade noch so gesehen. Ich war nicht würdig. Vergebt mir meine Anmaßung.
Sorry, aber blöd gelaufen, würde ich sagen. Okay, das Dokument hier vorne. So. Das ist auch dann schon oben, okay. Warum zum Henker? Lara. Warum? Ui. Nochmal schön kurz, also der Bildschirm schwarz und dann sieht man es nochmal. Ja, sehr schön. Okay, wir sind aber gleich hier, at least. Oh, yeah. Danke, Rogers. Nein. Ich sollte aufhören, mal Scheiße zu gucken. Oh, wow. Ohne Dingens. Na gut. Lara, bist du? Ja, ich war's. Keine Sorge. Ich bin von meinen Vorbereitungen zurückgekehrt, aber Bruder de la Cruz ist verschwunden. Die Schwestern aus der Mission wissen nicht, wohin er gegangen ist, doch das spielt keine Rolle. Ich werde auf seine Rückkehr warten. Mein Herz ist rein und mein Kopf ist klar. Ich bin bereit für die Prüfung und werde ihm beweisen, dass ich der Auserwählte bin. Das muss der richtige Weg sein. Die Luft wird frischer. No se burle de mí. Pase la noche en una cripta. So, jetzt haben wir hier noch das Relikt. Das müsste ja dann da vorne wahrscheinlich irgendwo sein, gehe ich mal von aus. Das ist da drüben. Komme ich denn von hier aus darüber? Da unten. Hallo? Okay. Lara? Was ist denn jetzt los? Ich habe keine Lust, da durchzugehen. Was soll das? Wo ist das Relikt jetzt unter mir? Das verwirrt mich ein bisschen. Kann ich von hier aus darüber springen? Ups. Yes, I can. Okay. Alles klar. Eine Radschlosspistole. Sie ging nie in die Massenproduktion und war im Heiligen Römischen Reich verboten. Außerdem sind ihre Verzierungen für einen Missionar viel zu protzig. Zu einem Egomanen wie Lopez könnte sie allerdings passen. Der Lauf ist leicht beschädigt. Ansonsten ist die Waffe aber in einem guten Zustand. So, jetzt haben wir noch das Dokument. Das war über mir, glaube ich, gerade, oder? Da. Rechts. Das ist aber echt knapp, ne? Lara, 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 mach's doch nicht immer so knapp. Ich weiß jetzt, dass ich nicht der Auserwählte bin. Und ich fürchte, ich habe Bruder de la Cruz und die Schwestern aus der Mission in Gefahr gebracht. Sie wissen nicht, dass in der hohlen Erde nahe der Mission Dämonen liegen. Grausame, fauchende Kreaturen mit verkrümmten Klauen und fahlgelben Augen. Ich kam hierher, um sie im Namen von Angel de la Cruz von der Erde zu tilgen, um seine Gunst zu erlangen und mir meinen Platz an seiner Seite zu verdienen. Aber ich bin gescheitert. Ich konnte das Böse nicht bezwingen. Nun ist es frei und mit mir stirbt auch die einzige Möglichkeit, andere davor zu warnen. Ich würde dir mal sagen, Anlackers, wa?
Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Es ist increíble. Muchísimas gracias. Ui, das war knapp. Nee, Lara, zieh dich mal bitte hoch, danke. Achso, warte mal, da muss ich lang. Sehr schön. Okay. Muss ich jetzt echt ganz zurücklatschen, um dem Bescheid zu sagen, dass die hier unten ist? Ich bin ja nochmal gespannt, wie sie da rausholen wollen. Und Geronimo! So, jetzt kann ich aber von hier drüben da runter. Schließen wir schnell die Quest ab. Dígame que Isabel está bien. Ist sie. Aber sie hat sich den Knöchel verletzt. Wir müssen sie also holen. No, no podría soportar molestarla más. Y además, Sara me dice que usted tiene algo importante que hacer. Por favor, deje que los amigos de Isa se ocupen de ella desde aquí. Du brauchst einige Leute und viel Seil, um sie rauszuholen. Voy a reunirlos ahora mismo. ¿Dónde está exactamente? Nimm die Hauptstraße über den Fluss und folge dann den Kreuzen. Espera, ¿las cruces? ¿Entonces encontró algo? Sie hat die Krypta gefunden, von der Manu erzählt hatte. ¿Lo hizo? Eso es maravilloso. Ah, estoy muy feliz por ella. Debí acompañarla. Y me siento terrible por su tobillo. Pero, a pesar de eso, esta es la aventura con la que Isa siempre soñó. Außerdem hat sie darum gebeten, dass Sara sich an ihrer Rettung beteiligt. Ah, es una gran idea. Me aseguraré de eso. Y hablando de Manu y sus locas historias, si está buscando algo escondido por aquí, probablemente debería hablar con él. Funcionó para Isa. Por lo general está en el patio por la misión. Y gracias de nuevo por encontrar a Isabella. No sé qué haría si... Bring sie einfach sicher zurück. Okay, aber mit Manu sprechen wir in den nächsten Folgen. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.